Herzlich willkommen zum heutigen Mrs. Greenery Café. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich freue mich immer sehr. Ich hoffe, ihr habt einen Kaffee parat oder einen Tee oder eine heiße Schokolade. Wenn nicht, dann ganz kurz Pause drücken, machen und wieder kommen. Der letzte Mrs. Greenery Kaffee kam ja super gut bei euch an. Ich bin mir nicht sicher, lag es an der Winterdeko oder lag es daran, dass ich keinen Kaffee, sondern einen Weißweinschorle sauer getrunken habe? Schreibt es mir doch mal unten in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Denn ich habe mir überlegt, wenn das mit dem Schorle so gut bei euch ankommt, könnten wir ja auch mal eine Happy Hour machen, oder? Nehmen wir das Greenery Happy Hour, so abends zwischen 6 und 7. Da trinke ich dann einen Schorle mit euch und quatsche ein bisschen und natürlich kreative Inspirationen. Aber das wisst ihr ja, das bekommt ihr bei mir immer. Also, mich würde es freuen, wenn ihr unten einen Kommentar hinterlasst, einfach damit ich weiß, woran ich bin, was euch gefällt, was ihr haben wollt. Und dementsprechend kann ich mich dann drauf einstellen. Wie ihr seht, der Winter ist da, obwohl das Wetter irgendwie in eine ganz, ganz andere Richtung geht. Kommende Woche oder diese Woche waren es 22, 23 Grad. Aber hey, der November fängt auch an und ich beginne jetzt einfach mal mit der Winter- und mit der Adventsdeko. Denn ihr wollt ja auch schon vorab informiert sein, vielleicht mal noch gucken, was es sonst so gibt. Und dann seht ihr einfach, was es bei mir gibt und darum fange ich heute an. Und letzte Woche habe ich euch ja schon die Deko-Idee mit dem Wintertablett gezeigt. Und heute fangen wir mal langsam mit den Adventskränzen an. Ich muss selber lachen. Ich habe noch mein Sommerkleidchen an, einfach weil es draußen so warm ist. Und präsentiere euch heute Winter- und Adventsdeko. Aber es ist, wie es ist. Und wir feiern natürlich trotzdem, auch wenn das Wetter dieses Jahr sommerlich ist. Und deshalb starten wir. Ich hoffe, euch geht es soweit gut. Bei mir ist viel los. Es ist jetzt aber auch die Hauptsaison für den Mrs. Greenery Shop. Ich würde gar noch viel, viel mehr Deko-Ideen und kreative Ideen an euch weitergeben. Aber mir fehlt gerade so ein bisschen die Zeit. Ich gebe aber mein Bestes. Und ja, was wollte ich euch sagen? Genau, ich habe so wunderschöne Produkte. Und genau, bevor wir heute mit den Adventskränzen anfangen, es kommen zwei Ideen, zwei schnelle Do-It-Yourself-Ideen, die wirklich jeder umsetzen kann. Dazu muss man gar nichts binden, da muss man keine handwerklichen Fertigkeiten haben. Ich habe mir extra zwei Ideen für all diejenigen überlegt, die keinen Adventskranz binden wollen, die vielleicht auch mal was anderes haben wollen. Das zeige ich euch heute. Und ja, zum Thema Adventskränze wollte ich euch noch sagen, für alle, die mich noch nicht kennen, die letztes Jahr, oder besser gesagt, die mir bisher nicht auf Instagram gefolgt sind. Ich bin jetzt ja hier bei YouTube erst seit Anfang des Jahres so richtig aktiv. Das Besondere bei meinen Adventskränzen, sage ich jetzt mal, oder besser gesagt, fangen wir von vorne an. Ihr könnt bei mir ja do-it-yourself Kreativsets für euren Adventskranz kaufen. Es gibt verschiedene Designs. Jedes Jahr kommt ein neues raus. Das diesjährige erscheint am 1.11. und die anderen sind schon online. Ich verlinke sie euch gerne unten. Und das Besondere bei meinen Adventskränzen ist, ihr bekommt Bio-Tannengrün. Bio, Bio, Bio. Aus heimischen Wäldern, ungespritzt, ganz frisch geschlagen, das verspreche ich euch. Und ich habe einige Kundinnen, die haben schon jahrelang keinen Adventskranz mehr gebunden, weil sie einfach immer Ausschlag an den Fingern bekommen von den ganzen Spritzmitteln. Das Problem habt ihr bei meinem Tannengrün nicht, versprochen. Es sind immer drei Sorten dabei, Nordmann-Tanne, Waldkiefer und Seidenkiefer. Variiert auch ein bisschen, je nachdem, welches Design ihr euch aussucht. Und das ist die erste Besonderheit bei meinen Kreativsets. Und das zweite ist, es gibt einen Live-Online-Workshop mit dazu. Den habe ich bisher immer auf Instagram gegeben, am Samstag vorm ersten Advent. Und jetzt, wo ich auch hier bei YouTube so liebe Menschen um mich herum habe, habe ich mir überlegt, könnte ich doch auch noch eine YouTube-Live geben. Also das biete ich euch auf jeden Fall an. Wir werden hier auch live zusammen einen Adventskranz binden. Ich werde auf jeden Fall das neueste Design live für euch binden. Ansonsten die Aufzeichnungen müsst ihr mal auf Instagram gucken. Die sind da auf jeden Fall abgespeichert.
Ja, das wollte ich einfach nur mal so vorab sagen, damit ihr schon mal ein bisschen informiert seid. Aber wir haben ja auch noch Zeit. Und heute starte ich aber mit einer ganz anderen Idee, denn man muss ja Adventskränze auch nicht immer binden. Man kann sie auch, man kann verschiedene schöne Teile fertig kaufen und dann zusammen arrangieren. Und ein Arrangement, das steht schon mal hier. Ach, da sind wir beim nächsten Thema, Thema Kerzen. Ich bekomme noch ganz, ganz tolle Adventskranzkerzen ins Sortiment. Schaut mal, momentan, ich habe die falsch geliefert bekommen. Die habe ich jetzt aber trotzdem mal aufgenommen ins Sortiment. Die bekommt ihr jetzt schon bei mir. Und ich denke, ab nächster Woche sind die auch in der großen Länge verfügbar. Also ich glaube so mit 20, 22 Zentimetern. Die sind richtig schön gerade, also die gehen nicht so zusammen wie diese hier und ich finde die einfach moderner. Die passen wirklich auch super rein in alle Adventskranzstecker, die ihr bei mir bekommt. Und als Beispiel habe ich jetzt heute aber noch die etwas die anderen größeren Kerzen reingesteckt, weil wie gesagt, die kommen erst noch. Also schaut euch mal diese Besonderheit an. Das ist so ein Arrangement, das bekommt jeder hin. Da müsst ihr nicht grenzbinden können. Als Untergrund, ihr seht, habe ich die antike Holzschale genommen. Und ich habe mir gedacht, ich wollte es euch einfach erstmal fertig zeigen. Ich baue das jetzt mal auseinander. Schaut mal. Also je nach antiker Holzschale müsst ihr mal gucken, wie ihr das unten auspolstern könnt. Ich habe hier in dem Fall einen Strohkranz mit 30x4 reingesetzt, einfach damit das Arrangement nicht nach unten versinkt, sondern schön oben auf dem Rand aufliegt. Und ja, aus was besteht eigentlich das Arrangement? Aus zwei ganz, ganz tollen neuen Queenery-Produkten. Ach, was ich auch noch sagen wollte, das wollte ich nicht sagen, passt. Ich habe gedacht, ich wollte euch noch was sagen. Also, jetzt seht ihr auch schon, wie ich das Ganze zusammengebaut habe. Und das Schöne daran ist, ihr könnt das super variabel einsetzen. Also ich war jetzt auch schon mit einer Kundin in Kontakt. Ich habe das schon auf Instagram gezeigt. Die war super, super begeistert. Aber sie meinte auch, ja, so super günstig ist es natürlich nicht, wenn man es kauft. Also dazu möchte ich was sagen. Und zwar die Idee. Das ist eine Idee, oder besser gesagt, das sind Produkte, die könnt ihr auch später weiter dekorieren. Ich denke mal, die antike Holzschale habt ihr wahrscheinlich eh schon zu Hause. Und was jetzt neu dazu kommt, das ist dieser tolle Federkranz. Der ist in dem Fall unser diesjähriger Untergrund, oder besser gesagt, unser diesjähriger Adventskranz. Schaut euch mal diese Schönheit an. Der ist richtig, richtig toll gebunden. Oder besser gesagt geklebt mit einer ganz, ganz tollen Auswahl an Federn. Die haben so Silber- und Brauntöne und ich habe mich sofort in den verliebt. Und diesen Federkranz, den könnt ihr natürlich auch wieder an Ostern einsetzen. Da zeige ich euch auf jeden Fall auch Deko-Ideen. Und ich finde, Federkränze gehen eigentlich auch das ganze Jahr. Also nicht nur an Ostern, sondern ihr könnt den auch vielleicht in eure Diele hängen, über euer Sideboard. Also an diesem Federkranz habt ihr wirklich das ganze Jahr eure Freude. Ja, und dann kommt dieser Stecker und der ist echt auch besonders. Schaut mal, wie hochwertig der verarbeitet ist. Der besteht aus einem Metallring und da sind die Kerzenhalter befestigt. Da passen alle gängigen Stabkerzen rein. Und dann sind hier so, sind denn das Blätter? Ja, eigentlich schon Blätter. Und die sind mit ganz, ganz feinen, schönen Glitzersteinen besetzt. Das ist aber wirklich überhaupt nicht kitschig, sondern wirklich ganz geschmackvoll gestaltet. Und das Schöne daran ist, ihr könnt die Blätter, schaut mal, ihr könnt die so biegen, wie ihr wollt. Da das Ganze auf eine Metallkonstruktion kommt. Oder besser gesagt, der Untergrund ist eben aus Metall. Also, wenn ihr den Kranz reinsteckt, dann könnt ihr zum Beispiel auch die Blätter so richtig schön nach oben biegen oder nur so ein bisschen, wie ich das gemacht habe. Und was auch noch ganz toll aussieht, wenn ihr eine kleine LED-Lichterkette rumwickelt, denn dann leuchten die Glitzersteinchen noch ein bisschen mehr. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Und ich finde, den kann man auf jeden Fall auch an Silvester einsetzen. Oder wenn ihr vielleicht mal einen Festtag habt und da eine besondere Deko braucht, geht der Kerzenkranz natürlich auch. Ja, und ihr seht schon, dann ist es auch schon relativ schnell fertig dekoriert. Jetzt wollte ich nur mal schnell gucken, dass ich auch wieder in die gleichen Löcher reinsteche. Denn
Ich habe das natürlich hier durchgestochen. So müsste es einigermaßen passen. Jetzt gucken wir mal. Klar, man könnte auch neue Löcher machen. Ah ja, da haben wir sie. Da könnte man jetzt einfach auch neue Löcher machen. Aber ich habe mir gedacht, wenn jetzt eh schon welche drin sind, dann kann ich die auch wieder verwenden. Schaut mal, so sieht es dann von hinten aus. Also, wenn ihr den Kerzenkranz da drauf steckt, und ich habe das genauso ausgewählt, dass es auch von der Größe her passt, guckt, dass er mittig macht und dann steckt er richtig, richtig gut fest. Hinten kommen die ein bisschen raus. Ihr könnt es natürlich auch ein bisschen höher stehen lassen, aber ich finde das eigentlich ganz okay. Man legt den ja eh nicht so auf den Tisch. Ihr müsst natürlich ein bisschen aufpassen, wenn ihr es anmacht wegen dem Funkenflug, aber die normalen Kerzen, die brennen ja so gut ab, da gibt es keinen Funkenflug. Aber das gilt ja für alle Adventskränze. Einfach dabei sein, wenn die Lichter brennen. Und jetzt zeige ich euch mal noch kurz, warum ich den Strohkranz verwendet habe, weil das Ganze sonst so unten reinsinken würde und das wollen wir ja nicht. Ihr könnt es natürlich auch mit Zeitungspapier auspolstern und dann vielleicht ein paar graue Flechten drauflegen. Ich habe mir einfach kurz den Strohkranz geschnappt, den dazu arrangiert, dann die Kerzen drauf und fertig ist das Arrangement. Und ihr habt da wirklich was ganz Besonderes. Und mal ehrlich, ihr könnt das Ganze dann theoretisch jedes Jahr genau so dekorieren. Ihr braucht nicht kein frisches Grün kaufen. Es passt einfach immer. Ihr holt ihn einfach wieder so aus dem Schrank. Ja, heute ist viel einfach, gell? Aber diese Deko-Idee, die ist auch so unglaublich einfach und so besonders effektvoll. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal so einen Kranz gesehen? Es ist einfach was echt Besonderes. Deshalb glaube ich, sage ich heute vielleicht ein bisschen zu oft einfach. Sorry dafür. Also, das ist die erste Idee. Und wer sagt auch, ich hätte gern was Einfaches, wo ich nichts binden muss, aber ich möchte doch ein bisschen was Frisches sein oder was Frisches haben im Adventskranz. Beziehungsweise ich möchte ein bisschen ja was Grünes mit dabei haben und vielleicht doch ein ganz, ganz kleines bisschen kreativ sein. Für den habe ich noch eine zweite Idee mitgebracht. Es ist momentan echt schon Bestseller bei mir im Shop. Ich habe es noch gar nicht großartig gezeigt, aber viele haben schon entdeckt und fleißig gekauft. Das ist dieser tolle Metallteller mit 4 Kerzenhaltern in der Mitte. Da passen auch die üblichen Kerzen rein. Ich nehme jetzt mal die kleinen. Wie gesagt, die kommen demnächst noch in groß. Die sind einmal in einem tollen Dunkelrot, ich glaube noch in einem Grün und eben in Cremeweiß. Die sind komplett durchgefarbt, haben eine echt lange Brenndauer. Ich schreibe es dann auch noch bei der Produktbeschreibung mit dazu. Und ich zeige euch jetzt mal 2, 3 kleine Deko-Ideen. Was ihr machen könnt, ihr könnt einfach die Eichel nehmen und mal den unteren Bereich mit Eicheln auffüllen. Das geht natürlich genauso gut mit frischem Moos, aber ich fand irgendwie die Idee mit den Eicheln ganz nett. Und dann habe ich hier noch ein bisschen, muss kurz auf meinen Kaffee aufpassen. Letztes Mal hatte ich da ja Grünzeugs drin. Schaut mal, Wacholder, den habe ich jetzt ja auch ganz neu im Sortiment. Und wenn ihr bei mir Wacholder kauft, bekommt ihr immer Bärchen mit dazu. Also sprich, es sind immer Bärchen am Stamm. Schaut mal, wie toll das schon aussieht. Theoretisch schon fertig, wenn ihr es schlicht haben wollt. Aber das gewisse Etwas darf natürlich nicht fehlen. Deshalb, und weil ich es euch auch letztes Mal vergessen habe zu zeigen im letzten Kreativvideo, im letzten Mrs. Greenery Kaffee, ich wollte euch doch noch die tollen Mini-Hagebutten zeigen. Die sind dieses Jahr meine Hauptdeko. Mit denen werde ich euch noch so viel zeigen. Ich bin mal gespannt, wie lange ich sie noch bekomme. Jetzt im Herbst, Frühwinter auf jeden Fall. Mal gucken, wie es dann so Ende November aussieht. Aber solange es die noch gibt, bekommt ihr die auch bei mir. Und ich finde die einfach so schön, so toll und so filigran. Und egal, wo man sie einsetzt, sie machen gleich immer eine tolle, herbstliche, winterliche, weihnachtliche Stimmung. Das finde ich auch schön. Also im Herbst haben sie tolle Akzente gesetzt, aber sie gehen jetzt natürlich auch super im Winter und dann natürlich auch
an Weihnachten. Denn Rot ist einfach eine klassische Farbe, von der komme ich selber irgendwie auch nicht weg. Ich mag ein, also Rot an sich bin ich eher kritisch. Ich arbeite eigentlich kaum mit Rot, weil ich finde, es ist halt nicht so die Naturdeko-Farbe. Aber an Weihnachten, da darf es bei mir wirklich immer Rot sein. Schaut mal. Das ist das Arrangement. Also ihr seht schon, ganz einfach, ganz schnell. Ihr müsst natürlich ein bisschen aufpassen, wenn die Kerzen runterbrennen und hier das grün ist, wenn das anfängt zu trocknen. Nicht, dass da was passiert, aber das wisst ihr ja. Wer jetzt sagt, auch, ich hätte es gern ein bisschen, ich gucke gerade, ich hätte es gern ein bisschen pastelliger. Für den oder diejenige habe ich auch noch eine Idee mitgebracht. Ich muss jetzt aber erstmal ganz kurz aufstehen, denn ich habe auch Pastellkerzen im Sortiment. Die sind leider auch ein bisschen kleiner. Aber zu der nächsten Deko-Idee passen die natürlich auch super. Schaut mal. Hoppala, da hing ein bisschen Moos drin oder was war's? Nee, Flechten. Ja, bei mir ist immer was los, naturmäßig. Ich habe die hellen Pfefferbeeren für euch mitgebracht. Und Pfefferbeeren, egal ob gebleicht, also geweißt, oder im Naturton, perfekt für Herbst, Winter und Weihnachten. Und da schneide ich mir jetzt so kleine Trauben ab und lege die, ich soll es vielleicht so machen, damit ihr auch was seht, gell? Und lege die, oh Gott, die duften gut, Mensch. Oder ist das, was duftet denn hier so gut? Moment. Der Wacholder? Ja, das sind die Pfefferbeeren. Wow. Übrigens, das sind aus solchen Beeren, also das sind Pfefferbeeren. Aus diesen wird natürlich auch der Pfeffer gemacht. Aber meine Pfefferbeeren sind natürlich nicht zum Essen oder Würzen gedacht, weil die gespritzt sind. Also alles, was so vom Großhändler kommt, ist gespritzt. Deshalb bitte nicht essen, sondern nur dekorieren. Jetzli. Jetzli, sind wir soweit, oder? Mädels, was meint ihr? Ne, ein bisschen was fehlt noch. Also, ich finde, wenn man in so pastelligen Tönen dekoriert, nehme ich immer ungern so ein richtig kräftiges Grün. Ich greife dann mal ganz gern zu unserer geliebten Arizona-Zypresse. Heute weiß ich auch, gell, was es für eine Art ist, nämlich eine Zypresse. Denn ich finde, dass Zypressengrün, das geht da eher so ein bisschen in die pläulich-gräuliche Richtung. Und dementsprechend passt das einfach besser, finde ich, zu unseren Pastelltönen. Es ist so eher in einer Farbfamilie. Ist natürlich immer Ansichtssache. So, fertig. Ganz easy. Und ihr könnt das dann auch umdekorieren, je nachdem, was ihr vielleicht gerade zu Hause habt an frischen und getrockneten Sachen. Das ist wirklich so schnell umdekoriert. Ihr könnt es auch komplett frisch machen. Ihr könnt unten alles mit Moos ausstaffieren. Ich werde euch da bestimmt noch ein paar kleine Ideen zeigen, versprochen. Und ihr könnt aber auch sagen, wer es klassisch mag, mit weißen Kerzen. Und gell, schon faszinierend, wie schnell sich da immer die Optik wandelt, wenn man so eine andere Kerzenfarbe nimmt. Ich finde, das sieht auch ganz gut aus. Also, was haben wir jetzt? Unseren tollen Feder-Adventskranz mit Glitzeraufsatz. Dann haben wir hier das kleine Deko-Tablett. Ich würde mal sagen, für alle, die nicht den klassischen gebundenen Adventskranz wollen, sondern lieber sowas, hier mal was anderes, aber trotzdem was selber machen wollen, für euch sind diese Ideen wirklich perfekt. Und für alle anderen, wenn ihr jetzt vielleicht sagt, ihr seid von diesem Adventskranz-Tablett begeistert, ihr wollt es aber nicht als Adventskranz oder als Adventstablett benutzen, dann könnt ihr einfach drei Kerzen rausmachen. Hier steckt ihr eine lange rein, wie gesagt, die kommen dann noch. Und dekoriert das hier komplett voll. Also sprich, ihr macht eure Deko über die Kerzenhalter und dann sieht es einfach aus, wie wenn ihr ein Tablett habt mit einer Kerze drin. Das ist natürlich auch möglich. Was ich euch auch noch zeigen wollte, gibt es wieder einen längeren Kaffee. Ich sehe es gerade hier drüben liegen.
obwohl ich das jetzt echt so schön finde. Ich habe nämlich auch noch Ilex mitgebracht. Ich zeige es euch mal. Ich mache es jetzt hier nicht vor. Ich denke, ihr könnt es euch dann selber vorstellen. Schaut mal. So tollen Ilex habe ich im Sortiment. Der ist aber aus herkömmlichem Anbau, also nicht bio. Und wenn ihr da kleine Blätter abschneidet mit Beeren dran und die hier reinlegt, oh, das ist eine wahre Freude. Also, das könnt ihr auf jeden Fall auch noch machen. Ach, ich sollte das hier mal alles so ein bisschen einrahmen, grün. Ich muss mich nächstes Mal besser vorbereiten. Dann mache ich euch mal hier so eine richtig tolle, coole, grüne Deko. Ja. Ihr lieben Kreativen, wie sieht's aus? Ist euer Kaffee leer? Bestimmt, gell, ich habe halt bloß so viel gequatscht. Ich habe noch ein bisschen was drin. Vor lauter kreativ sein und zeigen und machen, bin ich gar nicht so zum Trinken gekommen. Was wollte ich euch noch sagen? Ich glaube sonst nicht mehr viel. Das war's für heute. Ja, das war's. Dementsprechend bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, bleibt kreativ, seid kreativ, eure Mrs. Greenery.